So Leute, willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Sword Silver. Sehr schöne Einleitung, ja. Im letzten Part haben wir Falk, Generatorleiter von Viola City, dem Erdboden gleich gemacht, haben hier unseren schicken Flügelorden bekommen. Da gehorcht uns jetzt auch Pokémon, die wir durch Tausch erhalten haben, bis Level 20, weil das interessiert mich in der Nasog-Challenge so sehr. Sauerstoff ist wichtig. Wir haben im letzten Part unser Ei bekommen. Das heißt Ei, weil das ist nicht ein toller Name. Und wir sind immer noch gespannt, was daraus schlüpfen wird. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt Route 32 an. Wir haben Radfratz gefangen. Ja, das heißt Julian. Wollt ihr noch? Nein! Troll ins Gesicht. Volle Kanne. Du Drecksack. Nee, da fliehe ich. Ich habe keinen Bock mit Pardes zu kämpfen. Der kann nix. Noch nicht. Das, also, Gengar ist später böse. Aber... Nee, hallo Rettern. Rettern wäre auch cool gewesen, besser als Radfratz. Arbok hätte ich vielleicht sogar ins Team genommen, weil... Keine Ahnung. Ich habe noch nie mit dem Arbok gespielt, also ein Playthrough. Wäre mal was Neues gewesen. Wie war nochmal... Moment. Muss probieren. Geh daneben, war klar. Damit habe ich gerechnet irgendwie, aber wir sind Gift-Pokémon. Wir können nicht vergiffen, das ist doch schon mal eine schöne Sache. Wie es mal nicht sehr effektiv ist, einfach mal 2 KP abzieht. Pades! Why? Ja. Why schlechte Verteidigung, ne? Genau, schlaf du mal eine Runde. Ich schlecke dich so ein bisschen ab. Ist normal stark. Oh, natürlich wacht's auf. War ja klar. Nur mal, genau wie das Taubsi hervor. Mann. So, noch eine Hypnose, dann schläft das natürlich nicht ein, weil es daneben geht. Du Intelligenzbolzen. So. Wollte über Mario Kart 8 so ein bisschen reden. Ja. Ich habe gestern. Irgendwann nachmittags, weil ich keine Acht bekommen habe, es erstmal reingelegt. Ich habe sie schon auf der Gamescom angezockt gehabt. Das ist ein richtig, richtig geiles Spiel. Weil. Ist toll. Und es schläft einmal 2 Runden. Ich bin stolz auf Rettern. Es kann schlafen. Würde ich mir manchmal auch von mir wünschen, dass ich mal ein bisschen mehr schlafe, aber ja. Ist ein richtig tolles Spiel. Ich habe es auf der Gamescom, wie gesagt, schon angezockt. Und selbst da fand ich es schon richtig geil. Bin schon dabei, aber ich hätte gerne ein bisschen mehr gezockt. Ich weiß nicht, wie es bei euch so steht, aber ich ist halt jetzt gerade... Es sind immer so scheiß Situationen, wenn die Spiele erscheinen. Bei mir ist gerade Kirby Triple Deluxe und Mario Kart 8 jetzt so in einer Reihe, in einer bestimmten Zeitspanne, in der ich halt wirklich alle Klausuren schreibe. Klausur um Klausur um Kurzarbeit um Klausur um Klausur. Und ich habe einfach eigentlich keine Zeit dafür. Und dann kann ich mich nicht aufs Lernen konzentrieren. Und das wird sowieso schon sehr eng mit dem Aufnehmen und allem, mit Schule nebenbei und bläh. Hallo, du blödes Radfratz, das mir vorhin eine Svolti lang gekostet hat. Vorhin, ja, für mich ist es gerade mal etwa 5 Minuten her. Vor euch natürlich 2 Tage. Ah, das Gesicht hört sich also verstärkt. Natürlich! Ich habe Falk besiegt und ich habe einen Geist, ein weibliches Pades. Hallo? Damit kann ich quasi Welten verschieben. Quasi, fast nicht, aber egal. Und natürlich trifft Pades nicht. Du senkst meine sowieso nicht vorhandene Verteidigung. Gut, warum nicht? Und du kannst mich endlich nicht treffen, weil du nur normale Attacken drauf hast. Du dreckst wie, also du hast auf einmal einen Tiefschlag jetzt hier schon. Ich weiß, Radfratz kann Tiefschlag lernen. Aber ich glaube noch nicht auf Level 6. Das würde mich wundern. Vielleicht aber auch durch Zucht, das könnte sein. Aber ich glaube auch nicht, dass das gezüchtet ist. So, Manu, du musst das hier regeln. Und wie sehr haben wir jetzt quasi schon 2 feste Teammitglieder, Manu und Pades. Ich denke mal, die werden auch so drin bleiben, weil die beiden sind cool und wir haben quasi ein drittes, das Ei, ist nur nicht geschlüpft. Das hat quasi mehrere Entwicklungsstadien, sogar noch eine zusätzliche. Jetzt habe ich schon fast gespoilert, wie viele Entwicklungsstadien das Pokémon hat, das rauskommt. Oh mein Gott, weil sowieso noch nicht jemand weiß, was für ein Pokémon aus diesem Ei schlüpft. Auf jeden Fall. Ist so. Hashtag ist so. Ja, damit meine ich wieder mal nicht, das Pokémon ist so. Nein, lass mich hier auf mit deinem Superschall-Hex. Superschall 50% Trefferchance. Muss nicht sein. Sowieso, Trefferchance in Pokémon ist so ziemlich für den Eimer. Also die Wahrscheinlichkeit in Pokémon. Ich sage nur Paralyse-Wahrscheinlichkeit für 25%, ne? Wie oft, also 25%, wie oft trifft Paralyse wirklich ein? Ungefähr 80%? Voltilam, ihr wollt mich alle trollen, oder? Ich kämpfe nicht gegen Voltilam, weil ich gegen Voltilam nichts ausrichten kann. Also nicht kaum was. Ich könnte es einschläfern, aber es ist kein Donnerschock. Da habe ich keinen Bock drauf. Tschüss! Ach, meine Augen. Mal meine Nase, dann wieder meine Augen. Immer juckt irgendwas. Unglaublich. Hi, du bist ein Trainer. Das weiß ich.
Du kannst sie nicht verstecken, wenn ich sie sage. Und dann hat sie, was wie ein Kampf? Eigentlich telefoniere ich gerade. Na gut, ausnahmsweise. Alles klar, dann telefoniere nicht, du. Häng sowieso viel zu viel am Telefon rum. Ich kann das ja nicht. Wenn ich mit jemandem telefoniere, dann, ich kann nicht lange telefonieren im Normalfall. Keine Ahnung, wenn ich kein Gesprächsthema habe, also wenn ich jetzt nicht gerade mit jemandem telefoniere, der irgendwie, der mich gut kennt und den ich gut kenne und ja, also den, also im Sinne von, dem ich, der halt auch so meinen Stuff mag, so Games und sowas, dann kann ich ewig reden. Also dann werde ich, wenn ich mit so jemandem telefoniere, dann geht das ewig. Dann telefoniere ich mit dem teilweise ein paar Stunden. Wenn ich jetzt aber mit irgendjemandem rede, der so, den ich hin und wieder mal sehe und dann, ja, weiß nicht sowas. Oh Gott, das zieht fast was ab. Wow. Gut, Manu, du darfst wieder ran. Dann geht das recht schnell immer vorbei. Dann sieht das meistens so aus, ich sitze am Telefon und auf beiden Seiten nur, ja, genau. So viel zum Thema Gespräche. So kann ich gut reden. Wenn ich über was reden kann, was ich mag, Games, wie jetzt in dem Fall schon genannt, dann kann ich das. Aber wenn ich jetzt irgendwie über irgendwas reden soll, was mich nicht interessiert, dann kann ich das überhaupt nicht. Deswegen fallen mir Referate auch immer so schwer, wenn ich über irgendein Buch halten muss. Das ist so irgendeine Deutschlektüre, ne? Das ist ja prinzipiell immer... Nein. Du lernst keinen Fluch. Sicherlich nicht. Nein. Nicht so früh. Und nicht in der Nuzlocke-Challenge. Wo hast du denn geblieben? Genau, Telefonate, Gespräche und weiter und so fort. Nein, ich will auch nicht deine Nummer haben, meine Liebe. Ich will dich auch nicht als Freundin. Nein, 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 ich bin Einzelgänger. Ich nehme nur wichtige Personen an. Oh yeah. Ja, das ist schon schlimm, diese Deutschlektüren. Es gibt so schöne Bücher. Und dann lesen wir irgendeinen Dreck. Ich will jetzt hier keine Namen nennen, weil ich will hier kein Buch beleidigen. Bücher haben doch auch nur Gefühle. Bücher sind auch nur Menschen, Mensch, ey. Ja, gibt Sinn, ne? Voll. Alles klar, jetzt kommt hier gleich der obligatorische Kaper dort, Trainer. Wo bist du? Du? Mein Pokémon frisch geangelt. Vom Grill. Oh mein Gott, er frisst Pokémon. Lieber Ärzte, was fressen die Leute in der Welt der Pokémon eigentlich? Ich meine, also fressen, essen. Sagen wir essen. Ich meine, es gibt ja theoretisch kein Fleisch. Also, weil es gibt ja keine Tiere. Und ich drück dir mal eine Hypnose aufs Auge. Weil ich probieren möchte, ob Hades das selber hinbekommt. Es gibt ja keine Tiere in der Welt der Pokémon. Und, was essen die da? Also, natürlich Gemüse kann man essen. Gemüse geht immer. Abgesehen davon, dass Gemüse teilweise... Seriously? Ernsthaft? Du hypnotisierst mich? Arsch. Guck, dass ich wieder aufwache gerade. Irgendwie, ganz fix. Außer jetzt kommt irgendwie so eine ganz blöde Geschichte. Mich hat eh nicht vor Feuertag einzusetzen gegen Wasser-Pokémon. Ich verliere ständig den Faden, das ist unglaublich. Mann! Global, wie viel ziehst du ab? Na, das geht doch. Die Spezialverteidigung von Pat ist gar nicht mal so schlecht. Die physische Verteidigung macht mir nur Sorgen. Also, solange wir da nur mit Tackle konfrontiert werden, ist das kein Problem. So. Ich schläge dich tot. Das ist gar nicht mehr so schwach. Möchte ich gerade nochmal gemerkt haben. So, und jetzt kommt hier wieder episches Hypnose-Battle. Was nicht trifft. Natürlich triffst du! Hat er nur 60% Trefferchance. Mann. Ich weiß nicht mehr, über was ich reden wollte. Es ist wie ein Fluch. Ich weiß es aber nicht. Ah, Gott, ey. Ich will nicht, dass Pardes schläft. Pardes, wach auf. Pardes, aufstehen. Wahrscheinlich ist er in Wirklichkeit auch so. Pennt immer bis zum Umfallen. Dann verstehst du, weil du fällst ja quasi um, wenn du schläfst. Und ich wechsle jetzt als nächstes aus, weil... irgendwann gehen mir die KP zu Neige und da habe ich auch keinen Bock drauf, meine lieben Freunde. So, da muss Manu ran, geht nicht anders. Lässt sich nicht anders regeln. Und ich wollte, wie gesagt, ich wollte irgendwas sagen und dann kam das blöde Quapsel mit seiner scheiß Hypnose. Mann, sowas Blödes aber auch. Ich glaube, es hat irgendeinen Bezug gehabt auf Pardes. Keine Ahnung. Ach ja, ich und mein goldener Faden, den ich jedes Mal wieder verliere. Genau, Essen. Essen in der Welt der Pokémon. Selbst Pflanzen sind ja teilweise Pokémon. Das heißt, du kannst nicht mal sicher eine Pflanze essen. Oder so. Du sagst, oh scheiße, ich esse gerade ein Pokémon auf. So, ich, Beispiel Mirapla.
frisst meinen Ruckzuckhieb und verreckt dran am besten. So. Ich wollte gerade sagen, es gibt wieder Hypnose. Das wär's gewesen, ne? Das wär's gewesen. Nachdem Panzer das hier das zweite Mal trifft, normalerweise. trifft das dreimal am Stück hier. Warum auch nicht? Wow, wir hatten jetzt schon einen interessanten Themenverlauf, muss ich sagen. Wir hatten, haben angefangen bei der Wahrscheinlichkeit, Mario Kart 8, an der Wahrscheinlichkeit von Paralyse. Sind dann rübergegangen zum Thema irgendwas. Und bis wir dann zum Thema Pokémon-Essen gekommen sind. Ja. Schläfst du eigentlich noch? Gibt's ja besser mit dir mitzuhalten. Aber wenn ich einen Kampf schicke, schläfst du doch, ne? Ist klar. Du hast sowieso nur Carpador. Will ich dich überhaupt herausfordern? Oh, na toll, jetzt hast du mich erschreckt und mein Ziel ist, irgendwas mit Ziel. Ich drück zu schnell A. Sollte ich mir abgewöhnen. Und falls ihr nebenbei irgendeinen Brummen hört, das ist meine Wii U. Die lädt nämlich gerade nebenbei Pikmin runter als Gratis-Spiel für, ja, wisst schon. So, Schlecker. Ah, jetzt ist Pardus aufgewacht. Das ist aber nett. Als Gratis-Game für Mario Kart 8. Wow, Paralyse schauen. Das war gut. Und ist paralysiert, oh mein Gott. Ja, aber ich habe da teilweise echt schon so einiges gesehen, was die Paralyse angeht. Und ich sollte nicht immer das Thema wechseln zwischendrin, ne? Weil ich dann den Faden nicht wiederfinde zu dem, was ich davor gesagt habe. Ich habe da schon echt einiges gesehen, was Paralyse betrifft, ne? Es gibt entweder die Situation, sie greift fast jedes Mal, so ungefähr 10 aus 10. Und es gibt jetzt die Situation, es greift 0 aus 20 Mal. Alles drin gewesen, hatte ich alles schon gehabt. Also, alles schon gesehen gehabt. Man ist ja dann etwas mehr im Pokémon-Bereich unterwegs, wenn man Competitive spielt. Schon wieder Paralyse, wow. Oh mein Gott, er kann Platscher. Er ist ein Platscher-Bruder. Take my Schlecker und, eigentlich voll scheiße, der Schlecker ist ja eigentlich verkauft worden. Also, er hat ja Insolvenz anmelden müssen und ist pleite gegangen. Und jetzt setzt Paddes immer die ganze Zeit Schlecker ein, das geht's doch nicht. 15, du kannst Tackle. Wow, Respekt. Damit kannst du mir jetzt voll was entgegensetzen. Platscher und Tackle. Komm wieder, wenn du Garados bist. Aber dafür brauche ich jetzt ungefähr... Oh, schon wieder Paralyse-Hex. Wow. Ich glaube, da wechsle ich. Aber nicht, weil ich jetzt Angst davor habe, sondern weil es ansonsten ewig dauert. Los, Manu. Mach's alle. Mein Lieber, du kannst das. Ich liebe Igelava. Habe ich doch schon mal erwähnt? Weil Igelava sieht toll aus und es ist irgendwie süß. Es ist ein Bonbon. Nee, ich liebe Igelava und ich mag die ganze Entwicklungsreihe von Vollregel sowieso extrem gerne. War ja quasi damals mein erster Starter, wenn man drüber nachdenkt. Ich habe ja mit Gold, mit Kristall angefangen, nachdem ich mir Gold von meiner Cousine ausgeliehen hatte. Und, hab da damit auch mit Vollregel angefangen, weil Vollregel ist toll. Ich mag Vollregel. Ich liebe Vollregel. Einer meiner Lieblingsstarter. Auch wenn es halt ein bisschen schade ist, dass er nur einen Single-Typ hat. Also ein Einfach-Typ, weswegen er recht große Probleme bei der Coverage hat. Weil ihm da eigentlich immer irgendwas fehlt. Und entweder fehlt ihm... Also fehlt halt irgendwas anderes. Er hat Fokusstoß, er hat Fokus-Miss. Trifft sowieso nie. Er hat, halt Feuerattacken, sowas wie Eruption und Flammenwurf ist natürlich immer geile Sache. Aber dann ist dann aber ein schweres Problem. Man hat keine gescheite Coverage. Und dann muss man meistens zu einer Kraftreserve greifen. Und ich hasse Kraftreserve. Ich hasse Kraftreserve einfach. Es zu züchten macht keinen Spaß. Ganz einfach. So, hi du. Angeln bin ich gut, über Pokémon-Kämpfen bist du nicht gut. Das ist schön, dann mache ich dich nämlich jetzt fertig. Ich würde gerne noch zur Pokémon-Center kommen. Ich würde am besten noch die ganze Route fertig erkunden. Hi Goldini, na was geht? Nein, Pardes, du bleibst sicherlich nicht drinne. Dafür bist du mir etwas zu sehr angeschlagen. Du wirst höchstens so mittrainiert. Ich wollte gerade sagen, mach hier bloß keine Paralyse-Hex. Da hatte ich jetzt keinen Bock drauf. Paralyse-Hex? Super schon Hex. Eigentlich kann man schon sagen, ja, mit Superschall zu treffen ist schon Hex, oder? 50-50 Chance ist schon nicht sonderlich hoch. Ja, okay, Hypnose ist auch nicht viel höher, ist 60. 60 zu 40. Also 60% Chance zu treffen, aber 50-50 Chance zu treffen oder nicht ist schon wenig. Ich glaube, die unwahrscheinlichste Trefferchance überhaupt, abgesehen von, na okay, K.O.-Attacken, ja. Die haben 30% Trefferchance, ja. Okay. Wobei sich dann die Trefferchance ja eigentlich... Ja, ich will nicht mehr... Nein, ich will deine Nummer nicht. Nein. Oh. Wow, das ist bitte. Seine eigenen Kinder wollen ihm nicht seine Nummer, ihre Nummer geben. Das ist, das ist ganz bitter. Manu kann noch kämpfen. Wer kann das noch? Hi, du. Unten ist direkt das Pokémon Center. Das würde mich freuen, wenn ich da irgendwie hinkommen würde. Ohne dabei zu verrecken. Hallo, du. Teenager Tommy. Ich hätte erst überlegt gehabt, wie soll meine Teenager hinten? Dann hatte ich irgendwie Tommy im Kopf, ich weiß auch nicht warum, als ich das Ratzfatz benannt habe. Nein.
Natürlich ist es ein Wasserboden-Pokémon. Ist natürlich eine ideale Aussituation für Manu. Alka-Knarre. Das tut weh. Will mir gerade nicht so ganz gefallen. Nicht so wirklich. Hat vielleicht seine Gründe. Ist nämlich sehr effektiv. Oh, Gottes Willen! Übertreib nicht! Das war hingegen da sogar nicht mal so stark. Bist du überhaupt schon Boden-Pokémon? Aber Initiative sinkt. Das will mir nicht jetzt gefallen. So, Verteidigung. Senken. Ganz schnell. Auch wenn meine Initiative gesunken ist. Du kannst ruhig gerne deinen Lebensschuss weitermachen, solange du nicht crittest. Weil ich nur darauf warte, dass jetzt gleich ein Crit kommt. Noch sollte mich aber ein Crit nicht killen können. Crit ist ja eine doppelte Stärke. Deswegen gibt es jetzt einen Ruckzuck aufs Maul und ich hoffe, es reicht aus. Bitte. Natürlich nicht. Ich bin ganz froh, dass ich die Verteidigung gesenkt habe, sonst hätte ich nämlich nochmal einen Schuss mehr gebraucht. Also noch einen Ruckzuckhieb mehr. So reicht mir nämlich zwei Ruckzuckhiebe. So, Bams. Umgenudelt. Du Nudel, du. Du schlappe Nudel. Mensch. Pat ist eigentlich Level 13, das finde ich schön. Und Manu, LDP. Das ist auch ganz toll. Tommy, Mist, ich dachte, ich könnte gewinnen. Du hattest gar keine so schlechten Karten. Liegt vielleicht daran, dass ich hier mit einem Geist, der fast tot ist. Nee, du verkaufst mir eine Fleckwandrouten, die ich nicht kaufen kann. Mit einem Geist, der fast tot ist und einem Feuer-Pokémon und ein paar Level 5er-Pokémon hier antanze. Ist klar, dass du da so einen gewissen Vorteil hast. So. Ich glaube, Findilo ist doch gar kein Boden-Pokémon. Kann das sein? Weil der Lebensschuss ist stärker als die Aquaknarre, das weiß ich. Und er hat weniger Schaden gemacht, deswegen war ich verwirrt. Hier, das ist ein beliebter Angelplatz. Sieh nur an, wie viele Leute hier im Angeln sind. Kriegst du auch nicht Lust, einmal die Angelgute auszuwerfen? Ich kann dir eine Angel geben, wenn du magst. Also, wie sieht's aus? Oh, warum nicht? Moelt, Angel. Coole Sache. Ja, komm, ums Angeln musst du zuallererst deine Rute auswerfen. Ich muss meine Rute auswerfen. Ich weiß, wie man angelt. Ich weiß, wie man angelt. Ich weiß, wie man angelt. Lass mich in Ruhe. Dankeschön. So. Apriolet. Was ist ein Apriolet? Was will er mir damit sagen? Hallo, toller Tag heute. Was? Wir benutzen Aprikokos? Ja. Ich habe heute schon einen gesammelt. Sehr schön. Sehr schön. Ach, junge Leute, wie du können gerne echte Aprikokokenner. Aprikokenner. Ich habe keine Ahnung, was der Stand sein. Hör mal, ich bin heute echt gut drauf. Hier, ich schenk dir was. Köderbälle erhalten. Nice. So. Ja, vielleicht darf ein Pokémon eine Angel angebissen haben. Ja, lass mich in Ruhe. Ich will noch einen Trainer umholzen auf dieser Route. Mann! Also, naja, ich weiß, da gibt's Kurt, der macht Pokébälle und der ist ganz toll. Dankeschön. Oh, diese Leute, die einen voll quatschen, ne? Stell dir mal vor, du rennst dich, du gehst in so ein Einkaufszentrum, fragst jemanden so, Entschuldigung, wo geht's hier lang? Und der quatscht dir erstmal mit seiner Lebensgeschichte voll. So in etwa war das jetzt gerade. Und ich setze mal ganz, ganz fix den Schutz ein, weil ich gerne die Route noch abschließen würde in dem Part. Und dabei nicht irgendwie 15.000 Leuten begegnen würde. Und ich hätte mir den Schutz vielleicht für den Felswandel aufheben sollen, weil das wird noch eine ganz lustige Geschichte. Kugelsaat, okay. Das könnte noch eine ganz nette Geschichte werden mit der Felstunnel. Mit einem Feuer-Pokémon und einem Geist-Pokémon, ne? Läuft. Das könnte ein Spaß werden. Nidoran männlich, das wusste ich. Ich wusste es. Ne, das ist ein bisschen ungünstig. Ich hätte gerne noch irgendein anderes Pokémon, aber ich habe kein anderes Pokémon. Das ist ein bisschen blöd, jetzt so von der Ausgangssituation her. Weil Gestalt-Pokémon und Boden-Pokémon. Wasser-Pokémon wäre schon toll, irgendwie. So, ich tausche aus. Das dauert mir zu lange, wenn der das macht. Paddles, du bist zu langsam. Beziehungsweise er ist nicht zu langsam, aber er ist zu schwach. Zumindest im physischen Angriff. Spezialangriff ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht bei dem Vieh. Bei dem Vieh sage ich schon, Paddles, du bist ein Vieh. Das sind so meine versteckten Botschaften an Paddles, was ich hier an Nebula kritisiere. Ach, nicht ernst gemeint, natürlich nicht. Wäre schon gemein, wenn ich das sagen würde. So, Glute ist und freu dich dran. Es kann sein, dass ich gleich nochmal, dass ich ausgenommen zurückrenne und mir zwei, drei Schutzschützen hole. Oder ich renne jetzt zurück. Im Part noch. Das wäre vielleicht gar nicht so blöd. Moment, ich nehme gerade noch mit hier unten Schutz. Item. Ich weiß nicht, bist du ein Schutz? Nee, einen Superball. Pff, auch nicht schlecht. Ich sag nichts dagegen. Also rennen wir noch ganz kurz zurück nach Viola City. Trainer haben wir alle umgeknüppelt auf der Route. Ja, also passiert tut in dem Part nichts mehr. Ihr könnt von mir aus gerne abschalten. Ich hole nur noch ein paar Schutzschütze und ich würde ungern Sachen offscreen machen, weil sie dann meistens
daran, dass ich irgendwo kämpfen muss. Und wenn ich kämpfe, kann es sein, dass ein Pokémon besiegt wird. Und das müsste ich dann ja irgendwie... Kann ja sein, dass ich dann ganz gemein bin und es nicht zeige. Beziehungsweise sage, ja, es ist nicht besiegt worden. Nein. Blödsinn. Wir könnten mir an der Stelle schon irgendwie vertrauen. Wäre irgendwie blöd, wenn nicht. Ja. Ich würde mich ja selber betrügen. Und das ist ja langweilig, wenn man sich selber betrügt. Macht ja keinen Spaß mehr. So. Noch irgendwas, was wir brauchen könnten. Komm, ein Fluchtseil kann nicht schaden. Kann, wenn wir jetzt gleich in den Felstunnel gehen. Feuerheiler. Wir brauchen... Unwahrscheinlich, dass wir ihn brauchen werden. Aber ich habe ihn trotzdem gern dabei. Eisheiler, gleiche Geschichte. Einfach weil. Schaden kann es nicht. Aufwecker. Ja, damit habe ich jetzt kein Geld mehr. Glückwunsch. Neuer Erfolg. Ich habe nicht genügend Geld. Gut. Ah, hier hinten steht außerdem, wie viel Geld sie kosten. Ich würde aber gerne wissen, wie viele von den Sachen ich noch habe. Das wäre viel interessanter. Wie viel habe ich denn davon noch? Moment. Wir haben noch Zeit. Beziehungsweise eigentlich nicht mehr, aber egal. 7 Tränke. Bla. Das sollte eigentlich reichen. Wenn ich... Warte ganz kurz. Wenn ich was... Wie viel kriege ich? Nein. Hier. So. So viel brauche ich davon gar nicht. Wie viel kann ich dafür verkaufen? Nee, okay, es reicht nicht. Ich habe überlegt, vielleicht bekomme ich 700 zusammen, kann ich mir einen Supertrank kaufen, weil Supertrank ist schon nicht schlecht, jetzt gerade, weil es langsam so Richtung 50 KP geht, was meine Pokémon so haben können. Und naja, das wäre irgendwie blöd. Warum? Also es wäre halt blöd, wenn ich keinen Supertrank zur Hand hätte, wenn es notwendig ist, und deswegen habe ich gern Supertrank dabei. Das war extrem notwendig, dass ich da jetzt noch an Pokémon reinrenne. Hallo, Rattan. Na, es geht. Paddes. Hau ihn um. Beziehungsweise flieh einfach, weil wir wollen nur zurück zum Pokémon Center. Mensch. Bin gespannt, wann unser Ei schlüpft, außerdem. Wie gesagt, es viele Eischritte draußen nicht. Hallo, Pokémon. Voltilam! Ihr wollt mich doch alle verarschen. Mann. Leider ist es die einzige Route, glaube ich, wo man Voltilam fangen kann. Voltilam ist so ein schönes Pokémon, einfach, es ist toll. Siehe meinen Mary. Mary ist toll. Ich mag Mary. Ach komm! Ernsthaft? Jetzt wollt ihr mir wirklich jedes noch notwendige Pokémon aufhalsen. Ah, Paddes, das Tor, das Fliehen. Dankeschön. Bedroher. Kannst mich auch mal mit deinem Bedroher. Es bringt dir nichts, weil ich sie sowieso abhaue. Und jetzt laufe ich noch zum Pokémon Center hinter. Und ich finde es schön, dass man da oben die Schiene der Magnetbahn sieht. Finde ich ganz nettes Detail. Ja, muss ich sagen. Finde ich toll. Das mag ich voll. So, hier nochmal ganz kurz heilen. Das war das, was wir abbekommen haben. So. Und, wow, extrem langer Part. Vergleichsweise dafür, dass ich 15 Minuten machen möchte, aber sowas kommt vor. An der Stelle würde ich dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Pokémon Sword Silver, wenn wir uns den was ist der Feldtunnel? Nee, ist der Einheitstunnel, blödsinn. Ich glaube, vom Feldtunnel, das ist der Einheitstunnel, aber egal. Der Einheitstunnel. Wenn wir uns beim nächsten Mal den Einheitstunnel anschauen, sehen wir uns wieder bei Pokémon Sword Silver Nuzlocke Challenge. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.